So, moin moin und herzlich willkommen hier selbe Stelle, Trivolo Let's Play, beziehungsweise Trivolo Let's Play informiert. So, ich bin hier auf meiner Let's Play Welt, auf der Rückseite meiner Farm. Das hat aber auch einen Grund, warum ich auf der Rückseite meiner Farm bin. Denn, ich will euch mal überraschen, mit einem Let's Play Together, wo jeder Abonnent mitmachen kann. Dazu gibt es allerdings ein paar Regeln zu beachten. Und zwar folgende Regeln habe ich mir so aufgestellt. Ich habe mir das einfach mal hier so, ne, an der Wand geklatscht. Nebenbei ist das eine Kopie meiner Welt. Deswegen stehe ich auf der Rückseite der Farm, weil da hinten ist mein Haus. Und ich will nicht zu krass spoilern, wie das irgendwann mal vielleicht aussehen wird. So, also... ein Let's Play Together habe ich vor. Und zwar mit einem Abonnenten. Was ihr haben sollt. Einen legalen Minecraft-Account. Ja, wir werden auf meinen Server gehen. Und mein Server, der ist halt definitiv auf legal gestellt. Solltet ihr da nicht drauf kommen, gehe ich davon aus, dass ihr einen nicht legalen Minecraft-Account habt. Der sollte auf jeden Fall da sein. Als nächstes ein TeamSpeak 3 Client sollte da sein, wo ihr den herbekommt und so weiter. Google ist dein Freund. Eigentlich so ziemlich jeder Gamer hat einen TeamSpeak 3 Client, wenn nicht sogar nur 5 eigene Server an der Hand mit jeweils 50, 80, 90.000 Slots. Ja, leider geht das via Skype oder so nicht so gut. Ihr erinnert euch, dass ich mit meinem Kumpel Julian diese LPT-Aufnahme gemacht habe und der Ton sich verschoben hat. Da konnte ich auch nicht gegensteuern, deswegen weiche ich jetzt auf das TeamSpeak 3 aus, obwohl das eigentlich auch nicht so optimal ist. Ne? Das Mikrofon sollte ordentlich eingestellt sein. Das heißt, es sollte sich ne? Wisst ihr Bescheid. Also sollte wirklich eine vernünftige... Ich guck mal gerade, wie das jetzt aussah bei Outer City. Ich glaube, den Teil muss ich ein bisschen leiser stellen. Also, wie gesagt, das Mikro sollte ordentlich eingestellt sein. Es sollte möglichst auch ein vernünftiges Internet sein, damit wir nicht so viele Abbrüche haben und so weiter. Ja, eine gute Stimme. Mindestens 16 Jahre steht da. Das heißt jetzt nicht, ihr sollt mindestens 16 Jahre alt sein, aber ihr solltet dementsprechend eine... Was wackelt das so auf einmal? Ihr solltet eine dementsprechende Stimme haben, die auf... Ja, darauf hinweist, dass ihr definitiv schon mal durch einen Stimmbruch durch seid, weil, tut mir leid, auch wenn sich jetzt einige meiner Abonnenten vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, ich möchte mir keine Mickey-Mäuse dazu holen, also wo man denn hört, dass derjenige Elf und ein Keks ist. Bitte fühlt sich euch nicht alle angesprochen, ihr seid vielleicht auch gut, die Leute von euch, die das jetzt sehen und vielleicht wirklich so eine hohe Stimme haben. Ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, also... Ich habe so meinen persönlichen Favoriten in der Stimme und da zählt eine erwachsene Stimme leider dazu. Das ist eine persönliche Sache meinerseits. Ich möchte jetzt in erster Linie wirklich eine normale Männerstimme oder eine normale Frauenstimme haben. Vielleicht bewirbt sich auch eine Frau, man weiß es ja nicht. Also tut mir leid an diejenigen, die wirklich jetzt eine sehr hohe Stimme haben. Eine vernünftige Aussprache soll für mich bedeuten, ihr sollt euch vernünftig mit mir unterhalten können und nicht so ey Digga, Alter, ey, guck mal hier, ey, wo ist du, was, ne, also hier so dieser Slang und dieser Gossenslang, der fällt bei mir aus, kann ich total nicht drauf. Ja, ihr solltet meine Art und Weise kennen durch das Let's Play. Vernünftiges Bauen, kein Scheiß, also... Ich meine, ich mache ja auch eine Menge Scheiß, aber wir sollten uns auf das Let's Play konzentrieren und nicht hier unbedingt mit TNT mein Haus in die Luft jagen. Oder dass ich hier, dass ihr dann kommt und sagt, hey, Trivolo, bedien mal diesen Schalter. Ich habe da mal kurz was hier vorbereitet. Bedien den einfach mal, ne? Und dann klickt, bam. Nee, das will ich nicht, das fällt aus. Ihr solltet mich abonniert haben. Ja, ich sollte bei euch auf der Abo-Liste stehen, weil wegen, ja, wer dran teilnehmen möchte, ne, also ja, der sollte mich auch auf der Abo-Liste haben. So, ein Test deiner Stimme. Das bedeutet, ich verlange eine Kleinigkeit. Ich verlange, dass ihr ein Video hochladet, der sich hauptsächlich um den Sound dreht. Wenn jemand von euch ein Let's Play macht oder ein Let's Play Together oder irgendwas, schickt mir einen Link. Dieser Link sollte, wenn möglich, nicht gelistet sein, wenn ihr jetzt extra dafür ein Video anfertigt. Einfach nicht listen, das alte Ding. Kann man ja auch privat setzen, nicht gelistet und so weiter. Schickt mir einfach den Link. Ich schaue mir dann das Video an. Und dann werde ich irgendwann ein Comment drunter setzen.
wundert euch nicht auf die, über die Zugriffszahlen. Da werden noch ein, zwei andere Leute gucken, mit denen ich mich gerne berate. Die werden sich das Ganze auch einmal anhören. Also wer jetzt nicht Fraps oder ein Renderprogramm oder dies oder das oder jenes hat, ich verlange nicht von euch, dass ihr ein Video hochladet in Full HD. Ich verlange nur in erster Linie wirklich die Stimme. Das ist das Wichtige für mich. Ihr könnt einen schwarzen Hintergrund machen oder einfach nur einen Schriftzug mit Paint da reinzaubern. Was auch immer. Mir ist wichtig, dass ich eure Stimme hören kann. So, diesen Link könnt ihr mir zusenden via Facebook und via YouTube oder andersrum via YouTube und Facebook. bitte sendet mir diesen Link als Privatnachricht zu. Ich werde mir das anschauen und dann entscheide ich und dann schreibe ich euch an. Entweder werde ich das unter das Video posten oder ich werde euch via PN anschreiben und dann werden wir mal einen Termin machen, wann wir uns ins Teamspeak mal treffen, um mal einen kleinen Moment miteinander zu reden. Und dann machen wir den eigentlichen Termin, wann wir dann halt das Let's Play Together machen. Das muss jetzt nicht übers Knie gebrochen werden, also ich gehe gleich in eine Aufnahme und ich habe ganz viel vor. Ich vermute mal einfach, ich mache wieder eine 2-Stunden-Aufnahme, ich weiß das nicht. Ja, das dazu. Alle sind gleichberechtigt. Ich bin der Meinung, ich muss das damit zuschreiben. Ich werde wirklich drauf gucken, auf die Stimme. Und wer dann passend ist, den nehme ich. Alle sind gleichberechtigt, habe ich extra nochmal erwähnt, weil ich habe ja nur auch einen Teil der Community von WoW dabei. Dann könnte es natürlich auch sein, dass Tagun sich zum Beispiel bewirbt und ich werde niemanden bevorzugen. Oder vielleicht bei dem einen oder anderen, wo ich schon mal auf den Kanal geschaut habe, werde ich jetzt auch nicht sagen, hier, dem seine Stimme gefällt mir gar nicht, da brauche ich gar nicht aufs Video gucken, da weiß ich eh schon Bescheid, was mich da erwartet. Also alle sind gleichberechtigt und jeder kann mir ein Video bzw. einen Link zusenden. So, das Ganze wird laufen. Das habe ich nämlich vergessen zu ranzuschreiben, weil ganz kurz bevor ich die Aufnahme angefangen habe, habe ich erstmal hochgerechnet, wann ich das Video hochlade. Ich werde das entweder am 8.11. oder am 9.11. hochladen. Ja, 8.11. oder 9.11. So, und deswegen, ich gehe mal einfach vom 9. aus. Deswegen wird das Ganze laufen bis zum 23.11.2012. Da ist der absolute Einsendeschluss. Ich schreibe das nochmal dazu. Schluss. Schluia. Achso. Müssen wir so schreiben. 23.11. ist Einsendeschluss. Sollte ich bis dato kein Interesse von irgendwem haben, sage ich mal so, wird das Let's Play Together anderweitig geben. Dann werde ich mir, jemanden anschreiben oder mit jemandem reden oder so. Also einen Ersatz werde ich mir da auf jeden Fall schon holen. Nur jetzt hat jeder die Chance. Jetzt hat wirklich jeder die Chance, der diese Voraussetzungen, die mir wichtig sind, erfüllt. Also die wichtigsten sind mir ein legaler Minecraft-Account, TeamSpeak 3, Mikro ordentlich eingestellt, gute Stimme. Ja, und vernünftige Aussprache. Also diese... sollte mich abonniert haben, ist mir gar nicht mal so wichtig. Na, aber vernünftiges Bauen, kein Scheiß, sollte meine Art und Weise kennen. Gute Stimme, halt, vernünftige Aussprache, Mikro ordentlich eingestellt, TeamSpeak 3, legaler Minecraft-Account. Das sind mir die wichtigsten Dinge. Ja, und was wichtig ist, was absolut ausfällt, das sind Dinge wie TMI, Too Many Items, Singleplayer-Commands, X-Ray-Mods und so weiter. Also, das sollte klar sein, sowas könnt ihr nach dem Together, wenn ihr sowas drauf habt, könnt ihr euch das gerne wieder installieren. Auch die Texturenpakete. Also es ist mir egal, in welchem Texturenpaket ihr spielt. Wenn ihr der Meinung seid, ich mag Honeyballs, Honeyballs Texturenpaket, ich spiele in Honeyball, dann spiele in Honeyball. Wenn du der Meinung bist, ich mag das Mieser Original, spiele Mieser Original. Wenn du der Meinung bist, hey, ich mag Trivolo Let's Play, dann hast du Pech gehabt. Weil die aktuelle Version kriegst du noch nicht. Ja, also das ist mir egal. Nur ein X-Ray-Ding, Scheiß-Teil. Das muss ausfallen. Das muss absolut ausfallen. Ja.
Ich hoffe, dass ich einige Einsendungen kriege. Ich hoffe auch, dass ich einige Einsendungen von einigen bestimmten Spielern bekomme. Also da habe ich so 2-3 Kandidaten, von denen ich mir wünsche, dass ich eine Einsendung kriege. Weil wenn es nämlich um diese 3 Kandidaten geht, oh, da muss ich würfeln. Ja, also / würfeln kennt man ja, ne? Gut, alles klar, ich bin raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal, bis zum Let's Play. Haut da rein und tschüss.